Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute wollen wir nochmal Dinos Zeitreise aufmachen. Ihr kennt die ganze Prozedur ja schon. Wir nehmen hier wieder die Dinos. Hier ist das Spielzeug. So, und nachher gibt es denn den Code dazu. Wir machen jetzt erstmal das erste Ei auf und schauen mal nach, was es da drin denn Schönes gibt. So, da haben wir wieder von Sprinti so ein Motorrad. Und machen wir einmal zwei auf, schauen uns das an. Ja, und da haben wir wieder so ein, sage mal, von Mixart, so ein Zaubermännchen. Da hatten wir ja das letzte Mal schon diesen roten, wo man hier, muss man erst so stellen, dann kann man hier so schön malen und dann drückt man das hier, dreht man das so um und wupp, weg ist es. Dann macht man das wieder, dreht das so. Und dann kann man hier wieder malen. Wie gesagt, hier wieder hinten das Ding rum. Und zack, weg ist es. So, und das Ganze kann man hier mit dieser Figur auch so als Kopf. Und dann kann man die Figur so hinstellen. Das finde ich schon mal, ich sage mal, ein interessantes Spielzeug. Das ist nicht so ein 0815 Spielzeug. So, und jetzt gucken wir nach den Drachen. Mal sehen, was wir dieses Mal für Drachen hier drin haben. Da bin ich sehr gespannt drüber. Alter Falter. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich dieses Ding jetzt hier drin habe. Also, das Teil habe ich jetzt locker 4-5 Mal. Ich weiß nicht, ob es nur 3 verschiedene Dinos gibt. Und die anderen haben sie nur so dazu gestellt. So. Und jetzt gucken wir uns den zweiten Dino an. Ich bin schon richtig gespannt. Naja, der klappert schon mal ein bisschen anders. Ja, ist aber auch kein neuer. Ist auch ein, den ich schon habe. Rupi wird sich freuen, weil ich glaube, bis ich meine Serie voll habe, habe ich die für Rupi auch voll. So. So sieht dieser kleine Knüppel hier aus. Bup. Ja, richtig stehen tut er auch nicht. Naja, bleibt da liegen. So Leute, wie versprochen gibt es den Code. Aber schaut ihn euch immer nur einmal an. Lasst die anderen 9 dann auch noch eine Chance, sich das Hörspiel auf
Kinderüberraschung anzuhören. So, das war dieses. Und wer mich schon etwas länger verfolgt, der weiß jetzt, was kommt. Bleibt dran, dann seht ihr die Figuren auf dem Drehteller in Nahansicht. Also bis gleich.